Hallo zusammen und willkommen auf dem Circuit Ricardo Tormo in der Nähe von Valencia. Wir sind bei Lamborghini zu Gast für euch heute und die Kollegen stellen uns den jüngsten Ableger des Huracan mal kurz hier in die Boxengasse. Das ist der Technica. Was ist der Technica? Im Grunde eine Mischung aus einem hinterradgetriebenen Evo und dem STO. Er ist allerdings nicht ganz so extrem und nicht ganz so ein Aero-Monster wie der STO. Aber ja, soll so ein bisschen Alltagstauglichkeit, Alltagsresttauglichkeit muss man fast sagen, und richtig Spaß auf dem Trackday vereinen. Jetzt gehen wir mal einmal kurz ums Auto rum. Ihr seht schon an der Front hier einmal dieses neue Y-Element. Das erinnert so ein bisschen an den Cyan vom Design her. Und auch wenn wir hier an die Seitenlinie rangehen, das ist nämlich die richtige Neuerung. Da haben die Designer hier einmal, ja, das grobe Messer angesetzt. Beim Evo ist dieser Bereich hier relativ glattflächig. Den hat man hier einmal komplett geöffnet, sage ich jetzt mal, und diesen neuen Lufteinlass hier integriert. Und auch das Engine Cover. Die Haube ist jetzt aus Kohlefaser, auch die Haube vorne Vollcarbon, bringt beides zusammen 10 Kilo Gewichtsersparnis. Wir haben jetzt ein kleines Fenster hier hinten für die, naja, leicht optimierte Rundumsicht und natürlich die Präsentation des freisaugenden V10. Und den haben wir hier auch nochmal, wie das üblich ist, Plakette mit Zündfolge. Gehen wir mal kurz ans Heck, dann zeige ich euch da auch noch ein bisschen was wir hier neu gemacht haben. Auch am Heck, man sieht es auf den ersten Blick, das Design ist einmal komplett angefasst. Man hat jetzt hier diese Trapezform im Diffusorbereich und auch hier in der Heckschürze ein hoher Schwarzanteil. Einfach für den Kontrast auch mit der schwarzen Haube. Den fixen Heckflügel habe ich gerade schon erwähnt. Es ist eben nicht ganz so auf Abtrieb ausgelegt wie beim STO, aber halt so ein bisschen mehr als beim Standardmodell. Kann man da überhaupt Standardmodell dazu sagen? Darf schon sein. 35 Kilo mehr Abtrieb. 35% mehr Abtrieb. Da hätte ich mich jetzt fast vertan. Hier hinten auch überall, wo es halt nötig ist, Luftauslässe und diese beiden Endrohre nicht wie bislang im runden Design, sondern in diesem hexagonalen. Was ich besonders witzig finde an der Schürzengestaltung, außen an den Hinterrädern, man sieht extrem viel Reifenprofil. Also die Schürze an sich ist relativ schmal und man sieht von hinten ja den breiten Schlappen. Und genau diesen breiten Schlappen, den müssen wir jetzt einmal in Action bringen. Und ich würde einfach mal sagen, wenn wir das Auto schon hier in der Boxengasse haben, steigen wir mal ein. Semi-elegant quetschen wir uns da rein. Der Sitz passt mir noch nicht ganz. Da muss ich noch ein bisschen zurück. Aber selbst mit meinen knapp 2 Metern hier sitze ich in dem Auto sehr, sehr gut. Ich streife so ein bisschen an der Decke. Ich kann auch ein bisschen runter. Also ja, das geht eigentlich ganz gut. Auch hier im Innenraum, wir haben hier diese Carbon-Schalensitze. Sehr leicht, sehr, sehr schöner Seitenhalt. Viel Alcantara, viel Kohlefaser im Innenraum. Die großen Schaltpaddel, die leider am Lenkstock, wie es eben üblich ist bei Lamborghini, aber bei vielen Konkurrenzmarken auch. Das heißt, wenn man im Lenkwinkel einen Gang wechseln will, muss man da leider nachgreifen. Aber das ist eine Philosophiefrage. Türpaneele auch Vollcarbon, wie beim STO. Das heißt, das Beste aus zwei Welten eigentlich. Ein bisschen alltagstauglich, aber eben auch richtig, richtig potent auf dem Track. Und da sind wir. Wir sitzen drin. Der Schlüssel liegt hier irgendwo. Fahren wir mal. Thank you.
aus der Boxengasse raus auf die Rennstrecke, den Circuit Ricardo Tormo in der Nähe von Valencia, wenn ihr mich überhaupt hört, bei diesem grandiosen V10-Geschrei hier hinter mir. Die Strecke an sich ist eigentlich eine MotoGP-Strecke, das heißt für Autos nur so semi geeignet. Mir auch lustigerweise komplett unbekannt, aber wir fahren jetzt hier einfach mal mit dem neuen Lamborghini Huracan Technica ein paar schnelle Runden auf dieser doch recht witzigen verwinkelten Rennstrecke. Ja, der Vorausfahrkollege hier legt schon mal ganz ordentliches Tempo vor. Es ist ein reines Hinterradantriebsderivat vom Huracan, also hat mit dem Evo, der ja nachweislich Allrad hat, weniger zu tun als mit dem STO. Vom STO hat man auch den kompletten Antriebsstrang übernommen, das heißt 640 PS haben wir hier und eben auch Hinterradlenkung. Agiles Heck, möchte ich sagen. Also wir sind jetzt hier gerade im Corsa-Modus. Es gibt auch noch Sport. Da wäre die Hinterhand noch ein bisschen lockerer. Wir fliegen jetzt hier gerade auf die erste Kurve zu. 2,52 hatten wir auf dem Tacho. Ach, macht das Spaß. Das Ding lenkt ein, das ist vom Allerfeinsten. Und ja, beweglichste, was ich in den letzten. Mir fehlen die
die Worte, was ich in letzter Zeit so auf der Rennstrecke gefahren bin. Also, der bewegt sich auf der Vorderachse, auf der Hinterachse. Der ist einfach immer nur am Kommunizieren, der will dir immer was sagen. Das Schwierige ist nur, ihn zu verstehen. Der spricht Italienisch und ich nicht. Aber wie bei den meisten Fremdsprachen, irgendwie mit Händen und Füßen, kriegt man es dann doch kommuniziert. Boah, Leute, das ist von einem anderen Stern. Ich fand den STO ja schon wahnsinnig. 260 diesmal. Jetzt signalisiert uns hier der Vorausfahrer, wir mögen doch bitte den Warnblinker anmachen. Ups, das war einer zu viel. Und das Auto mal ein bisschen runterkühlen. Ich glaube, das ist auch nötig. Vor allem mich selbst runterkühlen. Hui! Leute, 640 PS, Hinterradantrieb, Allradlenkung. Ein Track-Tool vom Allerfeinsten, nicht ganz so extrem und ultra konsequent wie der STO, bisschen weniger Aero. Ein STO fährt übrigens gerade vor uns als Vorausfahrzeug, das heißt, der Vorausfahrer hat auch noch einen Abtriebsvorteil. Das ist ja also unglaublich. Ja, im Grunde einen STO zu bauen, mit dem man auch mal irgendwie im Alltag sich ein bisschen bewegen kann. Und dann auf den Trackday geht und einfach so richtig die Sau rauslassen kann. Also wahrscheinlich gerade, weil er ein bisschen weniger Aero hat, kann man so wirklich, wirklich schön mit dem Heck spielen. Vorderachse lenkt brutalst ein. Also ein wahnsinnig, wahnsinnig starkes Auto. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir das jetzt noch über die Bühne gekriegt haben, weil vielleicht sieht man es auf der einen oder anderen Kamera, es fängt jetzt hier gerade richtiges Regnen an. Wenn wir es nochmal rausfahren können hier bei Regen, dann glaube ich, wird es richtige Quertreiberei. Aber bis dahin haben wir jetzt unseren Stint, mit dem ich euch das Auto hier so ein bisschen vorführen konnte, hoffentlich. Haben wir jetzt noch einen trockenen durchgekriegt, von daher. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.